Hallo, Servus und moin moin liebe Leute und willkommen zu SnowRunner. Endlich ist es soweit und unser Derry Feuerwehrfahrzeug hat seinen ersten Einsatz und dazu wollen wir natürlich erstmal Wasser befüllen. Ich kann momentan nicht sehen, wie viel wir drin haben, deswegen bewegen wir uns erstmal zum nächsten Wasserturm, füllen auf, wenn es denn nötig ist. Der ist ja nur nicht sonderlich weit von hier. Wir schauen uns den Wagen einmal von innen an. Und bleib mal stehen. Zweckmäßig halt, ne? Sehr zweckmäßig. Und ja, ich hoffe zumindest, dass wir es heute hinkriegen. Ich meine, das ist schon ein Monster, ne? Und wir haben nicht die Möglichkeiten, hier allzu viel aufzubereiten oder den Truck hochzupuschen. Noch nicht zumindest auf den Reifen und so. Aber ich hoffe einfach, dass der uns weiterbringt. Er hat dauerhaft Allradantrieb und Differentialsperre, Leute. Der schnellste ist es hier natürlich nicht, ist klar. Also, dann wollen wir den mal füllen. 2200 Einheiten, ich schätze mal Liter wird es wohl sein. Und ich will mal kurz in die Map gucken. Komm schon zurück. Denn hier haben wir auch noch mal einen Wasseranhänger, würde ich sagen. Tankauflieger, Wassertankauflieger. Genau den haben wir nämlich auch noch. So, wir brauchen 4400 Liter pro verbrannten Lager oder Haus. Heißt, jedes Mal wären das zwei Touren pro Aufgabe, die wir hier erledigen müssten. Ich will jetzt aber erstmal nochmal schauen, wie wir hier am besten versuchen hinzukommen. Wir könnten, wenn wir schon mal hier sind, den Weg versuchen und gucken, wie er sich im Wasser macht, Leute. Aber da wir noch nicht schnorcheln können, bin ich fast schon geneigt zu sagen, wir machen das anders. Und zwar würde ich es hier rum versuchen.
Und damit kehren wir zum zweiten verbrannten Lagerhaus. Ist schon eine ganze Ecke, was wir da zu fahren haben. Und welcher Weg der beste ist, kann ich beim besten Willen auch noch nicht beurteilen. So. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen mal gucken. Das ist ein wahnsinns langer Weg, den wir zu fahren haben hier. Und ich befürchte fast, dass unser Sprit da zur Neige gehen wird. Wir werden sehen. Wir fahren hier nochmal bei der Werkstatt vorbei, da können wir auch gleich nochmal auftanken. Weil alleine für dieses Stückchen nach hier hin mal eben 30 Liter Sprit verbraucht. Ich glaube, das packt er nicht. Beim besten Willen wird er das nicht packen, wenn wir da nicht einen zweiten Wagen, einen Tankauflieger oder so noch beifahren haben. Den langen Weg fahren müssen, nämlich hinten bei den Rohren, wo wir sonst immer reingefahren sind, dann haben wir ein echtes Problem. Also so, kommen wir eigentlich hier noch an der Tanke vorbei? Nee, die nehme ich nicht. Genau da kommen wir nämlich nicht vorbei. Darum Planänderung, Leute. Planänderung. Danke. Hier entlang. Da haben wir nämlich dann auch gleich den nächsten Wasserturm, den wir nutzen können. Moment, den nehmen wir weg. Bis hier, dann da den ganzen Weg entlang. Oh Mann, ob wir hier durchkommen. Und jetzt das Ganze fahren, ohne einmal mit dem Scout die Strecke abzufahren. Wie kommen wir denn hier wieder raus? Wisst ihr, was ich meine, Leute? Portal nach verbrannter Welt. Ich meine, das wäre verbrannter Wald, oder nicht? Haben wir eventuell das Glück, dass wir hier wieder rauskommen? Aber ich glaube, die war noch gesperrt. Ne? Da hatte ich das schon mal versucht. Lass uns einfach mal versuchen, bis dahin zu kommen. Schauen, wie weit wir tatsächlich kommen werden.
Tankanhänger mit 2000 Litern kostet uns 5000, Leute. Wassertank auf Liga kostet uns 4900. Das wird alles nichts. Das wird alles nichts. Haben wir nicht noch irgendwo einen Tankanhänger hier rumstehen? Den Scout-Tankauflieger, der steht da oben. Wenn wir das bis dahin schaffen, Leute, wenn wir das bis dahin schon mal schaffen würden. Der zweite wäre nämlich hier, der hat aber nur noch 30%. Oh Mann. So oder so wird eine echt schwere Fahrt. Gut, Versuch Nummer 1, Leute. Mit dem Derry. Notfalls müssen wir halt nochmal einen Scout losschicken. Und den Tank auf Liga abholen und zum Nachtanken als zweiten Wagen mitschicken. Wieder die Speicher. Immer wenn er ans Speichern geht, Leute, dann ist der hier ganz schön laggy. So, die ersten sind die schwersten und so werden wohl auch die ersten Versuche bei mir aussehen. Weil den Verbrauch, den das Teil hat, ist ja echt unter aller Kanone. So, wir tanken nach. So, und das war das letzte Mal, dass wir die Möglichkeit zum Tanken hatten hier. Schon fast seinen eigenen Tankwagen noch mit. Der Vorteil ist halt, wir brauchen nur eine Strecke damit hinkommen, den Bergen neu auftanken mit Wasser und bereit machen für die nächste Tour. Aber diesen ersten Weg, Leute, den müssen wir erstmal schaffen. Ne? Den müssen wir tatsächlich ja erstmal schaffen. Momentan bin ich tatsächlich nicht ganz optimistisch eingestellt. Nicht so ganz.
der einzige Vorteil ist tatsächlich, dass wir hier eine große Strecke auf der Straße fahren können. Aber wenn es dann gleich ins Gelände geht, da weiß ich halt nicht, wie er sich schlagen wird. Ne? So, los geht's. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Geht jetzt schon mit gefährlichem Wasserstand los in der kleinen Pfütze hier. Und wenn er hier schon anfängt mit dem niedrigen Wasser rumzumeckern. Kommen wir hier schon? Könnten wir eventuell hier versuchen rüberzukommen, anstatt da oben? Sollten wir das versuchen? Komm Leute, versucht mal klug. Wenn das nämlich nicht klappt, dann wissen wir es zumindest sofort. Dann wissen wir das sofort. Aber wir fahren jetzt blind, denn hier waren wir noch gar nicht. Also über die Strecke sind wir noch nicht gefahren. Aber die scheint zumindest für den Anfang noch ganz okay gewesen zu sein. Ich glaube, das war die richtige Wahl hier übers Wasser zu fahren. Ich hoffe, das ändert sich nicht jetzt. Ändert sich jetzt eben nicht. So, jetzt kommt der Moment der Entscheidung, denke ich mal. Ich weiß nicht, wie wir hier jetzt fahren. Das mit dem Blind. Manchmal ist Blind gar nicht so gut. Manchmal ist Blind gar nicht so gut. Ist halt eine Strecke, die wir jetzt dreimal fahren müssen. Nee, sechsmal.
für jedes Lagerhaus zweimal, ne? So, einmal auf die Map geschaut. Da wäre das zweite, hier oben das erste. Da haben wir einen Holzanhänger. Oje, oje, wo fangen wir an, ist die Frage, ne? Da ist ein Tank, aber wir hatten hier oben doch irgendwo auch noch einen Tankauflieger, soviel ich weiß. Da oben der Scout-Tankauflieger, der war ja sogar noch voll. Heißt, wenn wir jetzt das dritte Lagerhaus erreichen, dann können wir von da aus, ne, können wir nicht. Wir haben ja kein Wasser. Wir müssen so oder so zurück, Leute. Aber hier ist noch ein Wasserturm, oder? Es sieht aus, als hätten wir hier noch einen Wasserturm, den wir reparieren können. Ich meine, das wäre natürlich, würde die Sache natürlich um einiges vereinfachen, wenn wir nicht die komplette Strecke immer zurückfahren müssten. Hatten wir hier noch eine Aufgabe? Hatten wir das eventuell noch als Aufgabe? Der Feuerwehr, Reparatur, Wasserturm 3 und 4 haben wir hier noch. Da geht es aber zum verbrannten... Echt jetzt? Da geht es zum verbrannten Wald. Und... Da geht es zum verbrannten Wald. Andersrum zeigt er mir hier aber nicht an, dass hier ein Wasserturm... Er zeigt mir den Wasserturm ja eigentlich gar nicht an, ne? Spannende Sache, Leute. Das ist das dritte verbrannte Lagerhaus. Echt spannende Sache, ne? Mit ein bisschen Glück fahren wir das Ding nämlich zweimal und bekommen hier als Lagerhaus noch den Wasserturm dazu. Damit hätten wir nämlich schon mal die Möglichkeit, muss ich sagen. Weil das nicht so aussieht. Als hätten wir hier eine Möglichkeit. Wir können hier nichts machen, ne? Wir können hier mal gar nichts machen. Außer eine Aufgabe. Das will ich mir aber mal angucken.
Und mit der Mission Wasserboom 4 die nehmen wir auch an. Und damit kriegen wir dann nämlich Zugang hier zu dem Turm. Immer ganz cool, wenn die hier so ineinander übergreifen, ne? Die Aufträge und Missionen. Aber aufpassen. Da müssen wir aber schon ein bisschen aufpassen. So, Möglichkeit, die wir hätten. Wir fahren mit dem zu Lagerhaus 3. Liefern da schon mal Wasser ab. Nehmen den Auftrag hier mit dem Wasserturm an und haben dann von hier aus die Möglichkeit, mit ein paar Metern das Ding halt immer aufzutanken. Wäre schon fast die günstigste Variante. Und wir haben dann eventuell auch gleich die Möglichkeit, mit dem zweiten Fahrzeug nochmal den Tankauflieger hier irgendwo abzustellen. Auch beim Wasserturm eventuell, den wir dann zum Nachtanken nutzen können. Okay, Wasserverteilung, Leute. Und damit hätte er schon mal 50% des benötigten Wassers. Mach mal den Motor aus, mein Guter. Will er gerade nicht. So. So, der Plan wäre, wir lassen den Derry hier stehen. Schauen nach, was wir brauchen, um hier den Wasserturm fertigzustellen. Fahren dann mit dem, mit welchem Truck auch immer, machen den fertig, besorgen uns den Tankauflieger, ziehen den nach hier oder nach hier. Können mit dem Derry dann immer pendeln. Ich würde sagen, hier lassen wir den Tankauflieger, pendeln mit dem Derry noch einmal hin und her, hätten hier den Teil fertig. Könnten dann zum zweiten Lagerhaus. Pendeln hin und her. Hier gibt es auch nochmal einen Wasserboom, heißt also auch hier einen Wasserturm, den wir fertigstellen können. Wir hätten also einige Möglichkeiten mit Wassertürmen, die wir hier in der Nähe aufstellen können. Und ich denke mal, das machen wir auch so, Leute. Und fangen damit beim nächsten Mal an. Den Derry hatten wir heute im Einsatz.
Nettes Teil, gutes Stück. Den stellen wir ab. Handbremse ist drin. Wird auch schon wieder dunkel. Der gute Mann braucht seinen Schlaf. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Kommentar, ein Like da. Und wenn noch nicht geschehen, freue ich mich natürlich auch über Abos und dem Kanal. Hilft auf jeden Fall, Reichweite zu generieren. Ihr helft mir da super mit. Euch kostet es nichts. Und kriegt halt auch angezeigt, wenn ich neue Videos hochlade, im Schnitt ein bis zweimal am Tag. Also da ist schon einiges an Content. So, liebe Leute, mir bleibt zu sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund und ciao, ciao.